Moin Leute, herzlich willkommen zu Deluxe Demo Dienstag. Wir zocken die Demo von Fellowship. Scheint auch wieder so ein Survival-like zu sein. Nur hier kann man anscheinend mit 5 Leuten rumrennen. Komm einfach mal rein. Ich habe es gerade auch das erste Mal gestartet. Nur eben kurz ein bisschen soundtechnisch was eingestellt. Wir können hier auf jeden Fall eine Menge upgraden, tun und machen. Es gibt anscheinend erstmal nur 4 verschiedene Klassen. Denk mal, die anderen müssen wir freischalten. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein, ne? Wir gucken mal. Weil wir werden ja noch nichts haben. Ne, wir haben noch nichts. Gucken wir mal, was hier so abgeht. Okay. Da geht's rein. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus. So, hier können wir anscheinend unsere Startklasse wählen. Ich glaube, ich würde jetzt einfach mal den Archer nehmen. Okay, wir schießen anscheinend. Ah, wir können auch sprinten. Aber wir schießen anscheinend in Richtung Maus. Das heißt, wir müssen selber zielen. Das ist anscheinend auch. Dashen können wir nicht. Haben halt nur den Sprint. Hier unten können wir uns anscheinend den nächsten holen. Okay, wir müssen anscheinend erstmal einen Key finden. Der soll irgendwo hier rumliegen. War das der Key? Okay, wir können auch hier drüber was kriegen. Bei Massive Cluster of Errors over Large Area werden die Sachen automatisch genommen. Das ist halt die Frage, ne? Nehmen wir uns hier direkt jemanden mit dazu? Ich denke, weil irgendwie sind wir gerade gefühlt. Ah, ne, ist aber doch kein Key, den wir gefunden haben. Dann müssen wir da nochmal. Ah, da ist jetzt unser Warrior, okay. Okay, die haben alle anscheinend eigene HP, wenn ich das richtig sehe. Muss erstmal drauf klarkommen, dass ich selber zielen muss. Achso, das ist unser. Ich dachte gerade schon, was kommt denn da so schnell angerannt, aber. Okay, was gibt der denn da? Take cover, grants increased health and armor to you and your allies. Okay, das nehmen wir mal mit bei. Dann bleibt hier aber auch überall dran hängen. Okay, also da oben. Ah, da oben kriegen wir einen Schlüssel angezeigt. Okay, es können auch einzeln irgendwie hängen bleiben anscheinend. Okay, die Abilities kommen. Range Support Class. Okay, wieso schieße ich denn jetzt nicht mehr in Richtung. Achso, weil wir irgendwie den Hauptcharakter gewechselt haben. Aber wir können die auch drehen, okay. Aber wie wechsle ich denn wieder den Hauptcharakter? Ah. Auf der Leertaste können wir die irgendwie. Irgendwie drehen. Okay, da muss ich erstmal drauf klarkommen. Okay, da müssen wir mal eben kurz irgendwie durch. Okay, also das ist alles gerade nicht so ganz so intuitiv. Junge, was. Geht denn hier ab? Party Perk, Increase Movement Speed. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Ich glaube, ich würde wieder mit der hier zielen. Das macht die Sache, glaube ich, ein bisschen einfacher.
Aber der Schlüssel liegt aber auch gefühlt 5 Kilometer Entfernung, ne? Where's the LSV storing the health? Health and armor. Sind wir jetzt an dem Schlüssel vorbeigerannt oder? Aber wir können auch hier irgendwie die Formation ändern, ne? Okay, einen haben wir schon verloren von den Leuten. Das ist natürlich nicht so geil. Okay, ich stelle mich, glaube ich, gerade sehr dumm an, habe ich das Gefühl. Also ich habe so das Gefühl, dass wenn man stehen bleibt, dass man direkt instant verloren hat. Okay, da kommt ein Boss, das andere sind noch alles normale Leute, ja. Okay, der hat hier auch so eine Art AOE. Okay, jetzt haben wir den natürlich direkt verloren, geil. Okay, ich glaube, der erste Run wird sehr verkackt. Man hat unsere Pfeile, die da fliegen. Oder sind dort gegnerische Pfeile, die da fliegen? Mein Gott, wie viele kommen denn hier? Machen wir dem ja gar keinen Damage, oder? Pickup-Radio ist ein bisschen größer. Wieso bleibe ich denn da schon wieder hängen? Das ist nicht gut. Achso, der kommt jetzt auch gar nicht mit in die Gruppe, oder was? Defeat, alles klar. Okay, also das ist alles, Und haben wir schon irgendwas gekriegt, 11 Gold. Ah, okay, mit 11 Gold können wir anscheinend noch nichts machen. Was kann das hier? Nix.
Attack Power 3, okay, was bringt uns denn das Ganze hier? Also man könnte jetzt hier irgendwas... merchen, aber zu was? Gute Frage. Können wir dem denn jetzt irgendwie hier... okay, sehr gut. Und ein Magical Slot, Amethyst, HP 5. Actually, we want to embed this Great Sea Amethyst into the selected slot. Once embedded, this stone cannot be removed unless a special tool is used. Ja, komm, hauen wir mal rein. Okay, dann starten wir nochmal. Vielleicht sollten wir dann in diesem Falle mal mit dem Warrior starten. Den wir natürlich jetzt nicht angeboten kriegen. Okay, wir fokussen jetzt einfach mal ein bisschen was von Anfang an weg. In der Hoffnung, dass wir dann auch ein bisschen schneller Level kriegen, ne? Hätten wir ja ganz gut, ne? Aber es ist halt sehr schwierig, den Kram auch einzusammeln und gefühlt immer alles gerade zu halten. Okay, jetzt haben wir einen Multishot, das ist natürlich schon mal gut. For a successful attack speed. Okay. Das ist natürlich auch nicht verkehrt, ne? 100 Swords, Magical Portals from the past raining Swords in an, Swords in an area. So, dann nehmen wir uns mal nochmal den Holy Knight dazu. Also das ist... schon ganz crazy, das Game. Schon echt gucken muss, dass die Leute gut stehen, ne? Taken back to attackers, okay. Aber ich würde sagen, wir gehen hier nochmal auf den Multishot. Dass wir hier nochmal versuchen,
Also, aber auch wenn du da gefühlt einmal drin bist, kriegst du ja auch permanent Damage, ne? Und vor allem, man hat ja boah, echt eine große Hitzone, was ja einfach auch Kacke ist, ne? Also du kannst ja nicht mal so eben durchhuschen, hätte ich fast gesagt. Und die ganze Gegend hier ist ja auf jeden Fall auch, sagen wir es mal so, teilweise echt eng, ne? Okay, ja, es läuft schon ein bisschen besser, aber also die Slashes wollen auf jeden Fall gut gut getimed sein. Diese Nadelöhre hier sind schon echt kacke. Okay, dann haben wir den Priester verloren, das ist natürlich super ätzend. Kann sein, da musst du wahrscheinlich auch noch darauf achten, wer gerade die HP braucht, wa? Beziehungsweise wer das dann einsammelt. Sollte ich einfach mit dem Multishot immer einfach nur auf den gehen, wa? Ach, okay, alles klar. Was ist denn das für eine Hitbox? Also die Hitbox ist katastrophal. Vielleicht jetzt auch mal irgendwann tot. Er will nicht sterben, ne? Also klar, so Runs sind natürlich immer darauf ausgelegt, dass man am Anfang immer erstmal kaputt geht, ne? Ein bisschen was sammeln muss und so. Ja, aber ich verstehe trotzdem diese Hitbox nicht von dem Boss, ne?
Und ich habe leider auch so ein bisschen das Gefühl, dass wenn einmal die Allies gestorben sind, man die nicht wiederkriegt, ne? Macht die Sache natürlich jetzt nicht unbedingt leichter. Vor allem weiß ich halt auch nicht, wo die ganze Erfahrung liegt. Na, das ist ja gefühlt, du musst ja wirklich komplett drüber laufen, um die einzusammeln. Der Pickup-Radius ist ja echt für ein Eimer. Und dadurch, dass wir hier irgendwie gefühlt auch immer mehr und mehr Horden sammeln. Ich habe auch noch nicht gecheckt, ob ich irgendwo sehen kann, wie der Cooldown für meinen Schuss ist. Es wäre halt irgendwie noch ganz nice, wenn das irgendwo angezeigt werden würde. Ach, jetzt kommt schon wieder der nächste Boss, oder was? Ah, okay. Was auch immer mich jetzt getroffen hat. Crazy. Crazy, crazy, crazy. Aber jetzt haben wir hier noch ein paar Sachen gekriegt. Okay, dann schauen wir doch mal. Und jetzt kann das hier ankommen. Attack Speed, okay. Was hatten wir hier? Attack Speed. Also, okay, die kriegt erstmal volle Attack Speed. Ansonsten gibt es hier anscheinend nichts. Na, er könnte ein Schild equippen. Möchte auch ein bisschen Attack Speed. Den haben wir da schon equipped. Ansonsten haben wir aber, glaube ich, soweit nichts weiteres, ne? Nichts Uniques, was nur irgendwie einer von denen haben kann. Nö. Okay, alles klar. Würde ich sagen, machen wir noch einen. Und gucken mal. Also, es fühlt sich halt sehr langsam an. Und gefühlt bin ich auch am Anfang überfordert. Wobei, was ist denn das? Man kann hier aber. Naja, dass sie automatisch aimen, kann man nicht einstellen. Aber Moment, hier gibt es ja noch was. Shift, Swap Leader, Change Formation, Spread Shrink Formation. Okay, was ist denn Spread Shrink Formation? Müssen wir nachher mal testen.
Also das geht ja noch einigermaßen klar mit zwei, ne? Okay, also diese Töpfe kriegt man anscheinend auch nicht so leicht kaputt. Aber es ist natürlich extrem schwer damit zu aimen, bin ich ganz ehrlich, ne? Boah, das ist echt. Vor allem hier gescheit, den Kram einzusammeln, ist echt heftig schwer. Ich habe aber das Gefühl, desto mehr man von den Leuten hat, ne, desto schwieriger wird das Ganze, weil die halt einfach. Ah, okay, so. Kann ich die ineinander und auseinanderbringen? Okay. Aber irgendwie kann ich auf Tab nicht die Formation ändern. Das geht irgendwie nicht. Na, ich glaube im Moment der Warrior is the way to go, ne? Um das Ganze hier so ein bisschen zu carryen. Weil der verschafft uns wenigstens noch ein bisschen verschafft uns wenigstens ein bisschen Freiraum. Ey, hallo? Wieso kann ich denn da jetzt nicht langlaufen? Irgendwas backte mich da gerade fest. Okay, der Warrior haut jetzt ordentlich drauf. Okay, die sind ja jetzt mal richtig behindert.
Okay, der war schön daneben gehittet. Der ganze Kram. Okay. Und es ist halt echt hart, dem ganzen Kram hier auszuweichen die ganze Zeit. Okay, jetzt bleiben wir da natürlich. Ja, genau. Was, wo hat der den denn jetzt wieder geklaut? Mal ganz ehrlich. Was ist denn da oben dieses komische gelbe Symbol jetzt? Da will ich jetzt mal versuchen hinzukommen. Was kann das Ding? Na, okay, da kann ich mir den wiederholen. Sehr schön. Okay, Kollegen. Macht mal locker, ich bleib da wieder irgendwo dran hängen. Das gibt's nicht, ne? Ist natürlich der Healer raus, das ist natürlich nicht so geil. Super. Natürlich damage-technisch direkt Katastrophe, muss man einfach so sagen. Also, da kommt jetzt noch irgendwas, was mich auch, ja, auf Entfernung hittet. Okay. Puh.
machen mehr Damage. Na, ich finde das halt krass, was hier überall an überall an Kram rumliegt, ne? Und gefühlt kriegen wir die alle nicht kaputt, ne? Und da kommt schon der nächste Boss. Was bringt denn das hier? Ah, hier können wir auch wieder einen wiederbeleben. Sehr schön. Okay. Sind wir jetzt gebuggt? Sind wir in dem Moment gestorben, als er wiederkam? Okay. Ja, okay, jetzt ist halt eine Demo, ne? Aber ich glaube, es war ein netter Ersteinblick. Ja, good to be back, good to be back, good to be back, ja. Aber. Ja, also die Idee ist halt ganz geil, aber. Dass die halt nur in eine Richtung angreifen können, ist schon echt haarig. Das muss man einfach so sagen. Wahrscheinlich habe ich jetzt, weil ich surrendered habe, doch ich habe noch ein paar Sachen gekriegt. Okay, also man kriegt halt pro Run echt gut Sachen, ne? Das muss man einfach so sagen. Aber ich glaube, so für den Einstieg ist das schon recht happig. Weil, ja, weiß ich nicht, ob ich die Taktik jetzt nicht raus hatte. Aber es ist halt so für den Anfang sehr überfordernd mit dem Drehen. Ne, Taktik konnte ich jetzt irgendwie, die Aufstellung konnte ich jetzt irgendwie noch nicht ändern. Mag vielleicht noch nicht drin sein. Ne, gut, von den Fähigkeiten, von den Klassen her, man hat ja gemerkt, das hat sich hinterher so ein bisschen auch in Waage gehalten mit dem Heilen und so. Wir hatten ja kurzzeitig, hatten wir das ja gut, ne? Der Warrior schön am draufkloppen. Aber es ist halt, ja, also man muss sich halt konzentrieren, mit seinem Archer zu treffen. Man muss sich konzentrieren, den richtig zu drehen. Die beiden werden in Anführungszeichen dann so ein bisschen überflüssig mit ihren Schüssen. Das ist halt Glück, also Glück, wo die hinschießen. Ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu viel gedacht ist. Na, also gut, wo wir eng aneinander standen, war das was besser. Aber dann noch so viele Hindernisse damit reinzustellen und im Endeffekt, wenn die Horden spawnen, dass man immer direkt umkreist wird. Also das hat gute Ansätze. Ich glaube, das kann auch echt gut was werden, das Game. Aber vom Schwierigkeitsfaktor her bleibe ich erstmal kritisch. Da bleibe ich echt erstmal kritisch. Ich weiß noch nicht, ob das so. Also, wie gesagt, den Ansatz mag ich, aber ich weiß nicht, ob zu viel gewollt, ne? Das ist echt gerade noch die Frage. Bleibt mal abzuwarten, was noch kommt. Wie gesagt, Demo. Es gibt auf jeden Fall noch eine Menge mehr Klassen hier, die geplant sind. Die man vielleicht freischalten kann, ich weiß nicht. Es gibt halt hier Workshop-technisch auch noch eine Menge, ne? Also ich weiß nicht, ob es vielleicht hinterher auch gewollt ist, dass man einfach in die Massen reinrennt. Das kann natürlich auch noch möglich sein, ne? Dass wir halt hinterher wirklich, was weiß ich nicht, hier mit fetten Equip, ne? Weil, guck mal hier, Tech, okay. Da geht die Tech-Power hoch. Ne? Also dass man dann hier wirklich hinterher einen auf Harakiri macht und wirklich durch die Gegner durchrennt oder wie auch immer. Man, ne? Man weiß es halt einfach nicht. Ich glaube, das ist auch eher was für den Warrior. Dass der lange überlebt, ne? Man kann sich seine Leute wiederholen. Wie gesagt, wo wir vorhin den einen befreit hatten. Weiß ich halt gefühlt auch noch nicht so ganz, was uns dann bringen sollte, weil ich hatte jetzt eigentlich gedacht, der kämpft dann bei uns mit, dass wir dann eventuell diese 5 Mann voll kriegen, ne? Aber irgendwie blieb der auch nur stehen. Aber wir waren auch recht schnell tot danach. Bleibt abzuwarten. Ich glaube, ich behalte das Game mal im Auge.
mal. Spaß hat's gemacht, ja. Auch wenn es ein bisschen frustrierend war, aber wie gesagt, Souls-Relaxation, so Survivor-Dinger sind ja meistens darauf ausgelegt, dass man die erste halbe Stunde, Stunde kurze Runs hat und dann irgendwann immer weiter und weiter geht, ne? Aber ich will das hier nicht überstrapazieren, weil viel mehr Neues werden wir jetzt auch nicht sehen. Und würde ich sagen, ne? Falls ihr es auch schon mal gezockt habt oder weiter seid, schreibt es mal gerne in die Kommentare, würde mich interessieren. Ob das soll ich mal hinterher noch einfacher wird. Meine Befürchtungen und Vermutungen vielleicht einfach unbegründet sind. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, wäre cool, wenn ihr ein Abo da lasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.